So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Terranigma. Wow. So, ich habe mal ein bisschen offline gespielt, um zu gucken, was denn jetzt genau zu tun ist. Weil wir müssen Fortschritt machen und so. Und ich hoffe, ich habe das jetzt noch alles richtig in Erinnerung. Also, let's go. Moment. Na komm, stopp doch endlich. Just do it. Okay, wir mussten hier lang. Oh, Maus. So. Hier lang, hier lang. So, hier lang. Weil es gab nämlich einen kleinen Bug. Nachdem wir hier diesen Mechanismus aktiviert haben. Und wir weiter Zahlen eingeben, dann funktioniert das Ganze, glaube ich, nämlich nicht richtig. Also tun wir es einfach nochmal. Den Code kenne ich. So, hier, richtig. 2, 8, 6. Passt. Ein mechanischer Ton erklang. Das ist aber Shane. So, den ganzen Weg gehen wir jetzt zurück. Hier lang. Und danach müssen wir wieder zurück Richtung Kapelle. So, hier kurz durchbersten. Na komm. Keine Zeit für so einen Scheiß, Mann. Ist das richtig? Nein, ist es nicht. Ja, oh, ich muss hoch. Na gut. Dann gehen wir eben hoch. Was soll's. Dass ich immer so dämlich Schaden nehmen muss. Aber man sieht ja, die Viecher machen mir mittlerweile kaum noch Schaden. Einfach weil ich so over the top gelevelt bin. Wie zwei Level einfach alles ausmachen. Unfassbar. So, jetzt können wir nämlich... Na, hier. Wow. Fuck sake. So. Got it. Ach, erhält Rubin. Das ist schön, dass ich ihn erhalten habe. Denn jetzt haben nämlich alle vier Perlen, Juwelen zusammen. Und noch eine Götterknolle. Yippie. So. Sprung gemeistert. Jetzt geht's zurück zu den Gemälden. Und dort erwartet uns gleich was. So. Epic Cutscene. So, guck mal. Die Juwelen beginnen sich zu bewegen. Das ist schön. Der erste Mann hatte blaue Augen. Der zweite Mann hatte eindrucksvolle schwarze Pupillen. Wie kann man eindrucksvoll? Ich weiß, jeder hat schwarze Pupillen, oder? Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Rot, wow, okay. Der letzte Mann hatte ein falsches braunes Auge. Okay, cool. Das sieht aber auch eher nach rot aus. Bam, bam, badam, bam, 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 bam. Bam, bam. Dam, 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 bam. Okay. Reicht. Ja, irgendwas wurde hinuntergelassen. Sehr schnell hinuntergelassen. Oh, da kommt ein Kronleuchter runter. Das ist schön. Er ist gelandet. So, jetzt haben wir dieses Loch hier, das ich jetzt mal noch ganz gekonnt umgehe, denn jetzt verlassen wir den Dungeon nochmal. Oder das Schloss. Ah, schönes blaues Wasser. Denn wir müssen nochmal Vorräte ausstocken. Ich hatte nämlich ganz schön liegen gelassen. So, hier.
Wo war der Laden hier? Ist das der Laden? Ja. Okay. So, nochmal kurz vollfressen. Hier, Götterknolle. Ja. Benützen. So, ich kaufe mich sowieso gleich wieder voll. So, dann Maximum. Maximum. Und Maximum. Schade, dass man nur 9 tragen kann. Wer nicht kauft, fliegt raus. Hast du noch irgendwas Besseres? Nein. Du bist useless, Alter. Von wegen. Na gut. So, dann gehen wir zurück ins Schloss. Und springen mal in das Loch. Aber wie freundlicher das Drehtchen nicht mit so lila, Kacke aussieht, ne? So, jetzt noch mal kurz speichern. Save Game. Und Save Game. So. Wow. Fuck you. So, mal gucken, wohin uns das Loch jetzt führt. Ja. Wir Hexen tanzen um dich herum. Das sehe ich. Beweg dich nicht. Dreh dich nicht um. Zu viert sind wir, doch du bist allein. Wow! For fuck's sake! Wird dies dein letztes Stündlein sein? Wir färben mit dir die Erde rot. Und triffst du die falsche, dann bist du. Das ist sowieso gleich tot. Tot! Yippie! Ja, ich kann nicht mehr jemanden treffen. Oh. For fuck's sake! Aber da kann man nur durchdashen und das Beste hoffen. Moment. Ich mach mal kurz den hier. So. Kann ich mich wieder ein bisschen vollfressen, während sie mich hier voll labern. So. Kann ich denn nichts anderes machen? Sieht nicht so aus. Ma. Wow. Das sieht nicht sehr angenehm aus. Hey Dude, komm schon. Du lebst doch noch. Beweg dich nicht, dreh dich nicht um. Ja, 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 ja. Können wir uns den Scheiß irgendwie ein bisschen sparen oder abkürzen oder so? Ja. Hab's nämlich nicht bekommen, Fotzen. Ich kann keine Knolle essen, während mir redet. Cool. Na gut, dann. Einfach hier stehen bleiben, denke ich. Triffst du die falsche, dann bist du tot. Ja, ja. Lahm mich mal nicht voll, Alter. Treffer. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich es machen muss. Wir Hexentag. Können wir uns bitte irgendwie ein bisschen abkürzen? Ja. Habe ich getroffen? Ja, habe ich. Also immer die, die hinter mir ist. Alles klar. Ich hätte schon langweilt. Okay. Weil in dem Moment, ja. Warum muss der Typ auch so eine dämliche Pose sein? Vielleicht auch mal. Machen wir einfach den hier. Na. Treffer! Wo sind die hin? Haben die keine Lust mehr auf mich? Offenbar nicht. Dann bist du tot. Ja, 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 ja. Ich habe euch lange kaputt gemacht. Hexen.
Wo seid ihr hin? Habt ihr keine Lust mehr auf mich? Eine kristallklare Stimme aus dem Nichts erklingt. Willkommen in meiner Kammer. Genieße die Zeit wie im Traum. Erfreue dich am Spiel mit meinen wunderbaren Kindern. Oh. Hexer sagt, lauf. Hexer sagt, stopp. What? Ark hat sich bewegt. For fuck's sake. Okay, warum auch nicht? Was ist das denn für ein Schuss? Ah, du hast Hexer verwundet. Ach, das war nicht nett. Ich weiß. Aber du gehst mir gerade gewaltig auf den Piss, Alter. Wow, the damage, dude. Erstmal schlucken hier, Alter. Gewaltig. Ah, softlocked. Okay, was jetzt? Okay, einfach angreifen kann ich die wohl nicht. Oh. Ist das ein Joke? Ich mache so gut wie gar keinen Damage in der. 1, 1, was ist das denn, Alter? Fucking großartig. Und hier hat sich gerade ihre Juwelen zur Hilfe geholt, so wie es aussieht. Nimmt die mehr Schaden dann? Nein. Ja, gut, dass ich diese Dash-Technik so gut drauf habe. Das soll wahrscheinlich des Todes viel Schaden nehmen. Naja, whatever. Wie lange soll das jetzt dauern? Ich meine, ernsthaft, wie lange? Ich mache immer nur einen Schaden. Wie viele HP wird die wohl haben? Zu viele? Alle? Ich könnte mich auch einfach hinstellen, wenn ich könnte. Na, okay, das tut's auch, denke ich. Wenn ich nur ein Level höher, kann ich wahrscheinlich einfach komplett kaputt zerstören. Yo. What up? Warum wollt ihr jetzt mir hinterher? Denkt ihr, gibt's irgendwas oder was? Nope. Na los. Okay, ich dachte schon, ich muss irgendwas mit den Dingern machen oder so. Na, too fast for you. Sonnigen gut, Digga. Ah, na los, komm schon. So wenig Schaden, wie du nimmst, wirst du ja wahrscheinlich noch eine Weile aushalten. Also, komm her. Oh, kurz Nase kratzen. Oh, wieso kackt... Meine Stimme kackt gerade voll ab. Was ist los? Goddammit. Die nimmt immer so überhaupt keinen Schaden. Oh, for fuck's sake. Komm schon. Fuck. Oh. Na, nicht mit mir. Ja, okay. Ich denke, das ist... What? What? 66. Fick dich, Alter. 66 Damage. Gut, das... ja. Alter, was für ein Damage die durchdrückt. Alter Falter. Oh, natürlich, weil ich jetzt Laura nicht mehr gespeichert habe. Boah, ich glaube, die werde ich ein bisschen offscreen bearbeiten müssen. Boah, nochmal leveln oder so, keine Ahnung. Wie lange dauert es denn bis zum nächsten Level? Ich bring mich um, fast 3000 DP. 1000
Tausende hat es schon ewig gedauert. Gut. Na, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Weil ich werde das jetzt wahrscheinlich offscreen machen. Entweder ich level jetzt noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall. Oder ich mache sie einfach so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und die nächste Folge da weitergehen, dass wir die auf jeden Fall direkt besiegen können. Egal ob mit oder Level oder ob ich das einfach so spiele. Guck einfach mal, ne? Also dann sage ich, ja, bis zum nächsten Part und bis dahin.